Heute in der Bildbox mega Trinkgeld für diese Straßenmusikerin. Ich ja. Bei einem wichtigen Lebensmeilenstein niemals die Freunde filmen lassen. Und wenn der Ex ein Pizzaherz bei dir bestellt. Und damit ein herzliches Willkommen in der Bildbox. Buonasera, signorina, buonasera. Al dolcetto. Buonasera, signorina, buonasera. Moin. Okay, now that is the biggest busking tip I've ever got. Yeah. Wie viel spendet man einer talentierten Straßenmusikerin? 1 Euro, 2 Euro, sogar 5. Sängerin Jodie Lauren aus Gloucestershire, England hält 2 Pfund für angemessen. Das sind so knapp 2,35 Euro. Und genau diesen Betrag hat sie auch schon voreingestellt auf ihrem Kartenlesegerät, während ein Passant im Hintergrund auf der Bank ihrem Gesang lauscht. Nur das dumme Kartenlesegerät gibt bei der Kälte ständig den Geist auf. Bis der Passant von der Bank plötzlich zu Jodie rüberkommt und mit ihr plaudert. Und endlich funktioniert das Gerät auch wieder. Nur ist der Herr mit 2 Pfund Trinkgeld nicht ganz einverstanden. Just 2 pounds. It's just set. Oh no, how do you change the price? Well, I can change it on here. How much okay, do you want to just type? Can I type? Yeah, sure. Der Unbekannte will selbst den Betrag eintippen. Yeah. No way. Yeah. Are you sure? Just cheating. Satte 100 Pfund tippt Jodies neuer Fan in den Kartenleser und ermutigt die 21-Jährige, dran zu bleiben. Honestly, just keep going. Are you sure? Honestly, keep going. You don't need to do keep that. Going. Enjoy the rest of your day. Thank you, Angie. You too, thank you. 100 pounds. Bless him, that is so kind. 100 Pfund, knapp 120 Euro, das ordentlich. Und können wir jetzt noch mal kurz drüber reden, dass Straßenmusiker heutzutage Kartenlesegeräte benutzen? What? Excuse me, wir haben 2024. Stell dir vor, es ist der schönste Tag in deinem Leben. Schatzi macht dir endlich den ersehnten Antrag und lässt das Ganze auch noch von einer Freundin filmen. Der romantischste Moment in deinem Leben, für immer auf Film gebannt. Und die heimische Tierwelt auch. Ups, schon vorbei. Aber immerhin liegen sie sich in den Arm. Sie scheint ja gesagt zu haben. Man hätte mir nicht das Filmen vom Heiratsantrag meines Freundes anvertrauen sollen. Schreibt TikTokerin Mary Dawson zu ihrem missglückten Filmversuch. Und 25,6 Millionen Zuschauer summen mit ihr. Ist er nicht süß? Also der Waschbär. In einer Woche ist Valentinstag. Höchste Zeit, Schatzi, eine Herzpizza zu schicken. Der Moment, in dem ich raffe, dass die Person, die zum Valentinstag eine Herzpizza bestellt hat, mein Ex ist. Kommentiert dieser US-Pizzaladen seine spezielle Valentinstags-Herzpizza und trifft damit seit mehr als einem Jahr Millionen zerteilter Käseliebschaften. In diesem Sinne, Essen ist eh besser als Sex. Man riecht nur danach so ein bisschen nach einer Falafel.